In Rheinland-Pfalz sind durch die Hochwasserkatastrophe 12 Menschen in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung verstorben. Was muss Deutschland aus Ihrer Sicht tun, um die Menschen in Einrichtungen besser zu schützen? Also das ist ein ganz, ganz schreckliches Ereignis, das stattgefunden hat, das mich auch tatsächlich sehr persönlich anrührt und auch den ganzen Tag schon im Grunde begleitet. Es ist ein schreckliches eine schreckliche Naturkatastrophe, und es wird ja sehr stark darüber spekuliert, ist es jetzt Klima, hat es mit dem Klimawandel zu tun, hat es nicht mit dem Klimawandel zu tun. Ich glaube schon, dass das Klima da eine wichtige Rolle spielt. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass eben auch die Behörden vor Ort, auch die Wissenschaftler auch dann vor Ort wirklich die richtigen Schlüsse ziehen. Und neben eben Schutzkonzepten, die es für Einrichtungen braucht, neben Fragen auch, wie sieht es mit Brandschutz aus und so weiter, auch dieses Thema dieser ja, schrecklichen Naturkatastrophen eben auch bei Einrichtungen eine Rolle spielen, dass Menschen mit Behinderungen, mit kognitiven Einschränkungen aufgeklärt werden, was passieren kann auch in dem Bereich, dass es eben tatsächlich Konzepte dazu gibt. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich abwarten, was tatsächlich ermittelt wird. Und ich persönlich kann nur sagen, ich bin tief erschüttert, was heute passiert ist.